war irrsinnig, wie jeder Schöpfer irrsinnig ist. Nun gab es nicht Angst noch Flucht, nur noch vorwärts, nur noch Hieb und Stich und Sieg und Untergang. Und er siegte. Und er ging unter und litt und lachte und biss sich durch, tötete und starb, gebar und wurde geboren. Das fertige Bild stellte er am Ende dieser gepeitschten Tage in die unbenützte leere Küche und schloss ab. Dann nahm er Veronal und schlief einen Tag und eine Nacht hindurch. Und dann wusch er sich, rasierte sich, legte neue Wäsche und Kleider an, fuhr zur Stadt und kaufte Obst und Zigaretten, um sie Gina zu schenken.